Das Match gegen Universal wartet auf uns und gegen Soul, 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 Soul. Du Soul, du Seele der Sonne. Ja, Hallöchen, Leutschanen. Es geht jetzt hier weiter. Du da. Wir sind bereit, Trainer Trappers. Eben nicht Trainer Trappers, sondern Trap. Universal ist eine harte Nuss, aber wenn ihr ein Teamlevel von Bla habt, könnt ihr sie knacken. Seid ihr bereit? Ja. Ja, ihr seht eh das Level. Setz Erwin und Bla ein. Okay, habe ich. JP habe ich nicht. Aber die anderen. So, ja. Das weiß ich. JP muss ich reintun. Spotty-Line? Nein. Ich weiß doch nicht. Warum muss ich JP reintun? Okay, dann statt... Ja. Komm schon, Wandli. Okay. Muss ich dann wieder JP einwechseln ins Tor oder irgendwie sowas? Universal ist zweifelsohne das stärkste Team, gegen das wir je gespielt haben. Das ihr je gespielt habt. Ja. Trotzdem glaube ich fest an euren Sieg. Zeigt sie ihnen. Jawohl, ja. Und die schon wieder. Universal hat sich also doch noch entschlossen, Daystar aufzustellen. Wenn sie Reimer besiegen, ist die Fraktion um Hillman erledigt und Sables Rolle als Imperator gesichert. Reimer darf keinesfalls gewinnen. Hobbs. Genau das hat er jetzt auch gesagt. Stellt euch einen vor, irgend so ein Hintermann, der dann auf einmal so Hobbs spricht. Naja, Sable, ich war es, der ihnen den Titel des Imperators verliehen hat. Damit wurde es zu ihrer Pflicht, den Fußball für mich zu regulieren. Sie müssen Imperator bleiben. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Okay. Also gehört sogar, was, Austin Hobbs zu ihnen. Achso, die beobachten wirklich alles. Ja, wer ist das überhaupt? Wem wird der Einzug ins Finale gelingen? Raimond, dem letztjährigen Zweitplatzierten oder Universal mit ihren Wunderstürmer? Möge das Halbfinale beginnen! Ja. Ich habe ja schon den letzten Part oft genug gesagt, was ich jetzt erwarte von diesem Match. Beziehungsweise was ich erwarte. Ja, so. Naja. Und neue Musik. Aber. Ja, unser Team kennen wir, ja. Und Anzeige. Komm her. Und da seht ihr schon die ganzen Planeten-Gedöns. Naja. Anzeige ist schon längst da gewesen und bla bla. Jetzt könnt ihr nie wieder zurück. Oder ihr spult zurück und geht auf die Anzeige. Naja. Ringo Saturn. Sicherer Rückhalt, der mit lauter Stimme seine Freude. Alter, die Annahme. Seht euch die Annahme an. Vorderleute dirigiert. Okay. Ein richtiger Teamspieler. Der Teamspieler. Ja, so ein Kapitän sogar. Terrorgia, keine Ahnung. Besitzt zahllose Gangsterfilme, verhält sich auf dem Rasen aber vorbildlich. Schön für ihn. Und warum hat der als Verteidiger so viel Schusskraft? Naja. Aber ziemlich in der Mitte. Ja, da. Die sind gut aufgestellt in der Mitte, im Zentrum. Sehe ich gerade hier. Also vielleicht von außen? Naja. Was? Auberon Uranus? Schaut der aus. Bekommt von Karotten nie genug und hat deshalb wahre Adleraugen. Was? Karotten? Warum? Was hat das eine? Was? Hat das eine mit dem anderen irgendwie etwas zu tun? Naja. Die haben alle Schusskraft. Ach, ich glaube wegen den Schuhen. Da die Universal-Schuhe. Ich glaube, die Schuhe, die geben immer Schusskraft dazu. Naja. Sieht sich den Morgenhimmel an und weiß, wie abends das Wetter wird. Manning Moon. Krateris Mercury. Kontrolliert den Ball mit Hilfe flüssiger Bewegungen, die an Wasser erinnern. Sonnenstrahler, die Verteidigung. Mann, die haben alle... So, bevor ich es vergesse. Sieht man hier irgendwie
sieht man von den Gegnern die Kampfgeister? Ich weiß nicht genau. Da habe ich nie so drauf geachtet. Jetzt wollte ich mal schauen, aber keiner hat einen Kampfgeist. Das glaube ich irgendwie nicht, weil dann kann ich mich irgendwie vorbereiten darauf. Naja, nix Pluto. Nix Pluto. Pluto ist kein Planet. Na, ist Pluto ein Planet? Irgendwas war da, irgendwas. Irgendwas, ich weiß nicht genau. Manchmal wird sein Status als Mannschaftsmitglied in Frage gestellt. Warum? Wirst du nie erfahren. Naja. Okay, okay, Tempo. Warum ist er nicht am Flügel? Naja. Triton Nettuno. Ja, ja. Verfügt über blitzschnelle Reflexe. Gegner nennen ihn die Peitsche. Boah, die Schusskraft. Ich will mir nicht vorstellen, was die Stürmer für Schusskraft haben. Naja. Deimos Mars. Deimos Mars. Gibt vor, ungehobelt zu sein. Ist aber unglaublich loyal und pflichtbewusst. Ja, ja, Mars. So. Oh, hat gar nicht so viel Angriff. Naja. Call is Jove. 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 Keine Ahnung. Schwert auf. Ammer. Was? Aber Aromattherapie, Aromarvada. Und er kennt jedes Öl allein am Duft. Gift. Naja, den schauen wir uns zuletzt an. Und Nath Venus. Ist das ein Mädchen oder ein Bub? Bub. Keine Ahnung. Bezaubert mit seinem Ballspiel seinem. Okay, dann ist ein Er. Warum gibt's dir keine weiblichen Spieler? Naja. Auch wenn viele ausschauen wie Mädchen. Naja, bezaubert mit seinem Ballspiel den Zuschauer. Und oft auch sich selbst. Und der ist da. Okay, okay. Ein wahres Genie von einem Spieler, als Stürmer des Jahrzehnts gehandelt. Das wissen wir ja schon längst. Soul Dale Star Deja. Astro Seres. Kritzelt ständig Zickzack-Muster in allen freien Eckchen in seinem Notizbuch. Warum? Einfach so. Einfach so. Und die Annahme auch. Oh ja, ja, ja. Besitzt ein enormes Trivialwissen, das ihm aber nur selten etwas nützt. Chiron Vestal. Chiron Vestal? Irgendwie so. Xeno Eris. Xeno Eris? Xeno Eris? Sagt mir jetzt nichts. An Sonnen. Was? Sonnentagen? Sonnentagen. Nicht Sonntagen, an Sonnentagen macht er Regenbögen mit dem Wasserschlauch. Wer hat das früher nicht gemacht? Gerne gemacht, wenn man einen Garten hat oder irgendwie sowas. Naja. Was? Namak? Haumia? Namek! Ist stolz auf sein gutes Immunsystem. Auch Blessuren heilen bei ihm im Nu. Schön für ihn. Dann können wir ihn abschneiden, die Arme. Und es wächst nach oder irgendwie sowas. Warum? Keine Ahnung. Mack Emack. Mack Emack. Naja, ein Meister am Herd. Kennt für jedes Gericht die passende Temperatur. Okay, warum schneidet er sich die Haare nicht? Das ist doch nicht gut. Naja. Ach ja, und Kometti. Kometti. Ist das eine Sie? Das schaut auch aus wie eine Sie. Naja. Trainiert da die und gewinnt mit kühler Logik. Irgendwie so. Ja, da eher auf die Verteidigung. Ja, ja, das wird schon. Das wird ein Krampf. Warum ein Krampf? Keine Ahnung. Okay. So. Es kann endlich losgehen. Arid Arena. Yay. Mein 3D ist so schmutzig. Das muss ich mir auch irgendwie angewöhnen, dass ich auf dem PC schaue, also auf die Anzeige darf. Und dann 3DS Capture Card, ja. So, müssen wir irgendetwas machen zur Sicherheit? Du geh nach vorne. So, und? Ja, passen. Okay, überquere mit dem Ball die Linie, damit du den Ball dann verlierst zu random. Wie du es ja schon kennst vom Spiel. Warum verlierst du den Ball? Treibsand, okay. Okay, ich glaube, ich möchte nicht da oben hin, wo ich jetzt gerade hinzeige. Und das ist nicht so optimal, dass ich jetzt hinzeige. Deswegen passe ich jetzt da rüber. einfach Malstrom. Malstrom kommt dann. Feuersensor. Jetzt habe ich schon Feuerverse gelesen. Wie die. Gelb? Nein, Gelbverse. Keine Ahnung, wie heißt die? Weg, die rennen manchmal so doof herum. Das ist unglaublich.
That's not Tabasha Palata. So. Oh oh. Nein. Treibsand. Okay, okay, das tut nix. Das tut eigentlich nix. Komm schon. Ah. Ja, ja. Nein, warum denn? Ja, sie waren zu zweit, aber wir hatten einen Vorteil. Okay, warum setze ich eigentlich nichts ein? Gut, gut, gut. Das war doch kein Fehler. Okay, nimmt uns jemand einen Ball ab, wie sonst immer? Jetzt geht's los. Warst du nicht vorne? Sonnenstrahler! Ja. Wie erwartet, immer das Gleiche. Und schießt nur ein Tor. Was zum... Welch ein Dribbling von Daystar! Er lässt die Raimon-Spieler wie Slalomstangen stehen. Und auch der Sand kann ihm nicht beeindrucken. Wahnsinn, wie schnell er ist. Der Sand scheint ihm gar nichts auszumachen. Das haben wir jetzt auch schon gecheckt, dass der Sand ihm nichts ausmachen kann. Leute, haltet ihn auf. Okay, was zum... Ah, der Sand bewegt sich ja. Da haben wir schon das wohl Spannendste, was die Arena zu bieten hat. Treibsand. Die Spieler von Raimon scheinen darauf völlig unvorbereitet zu sein. Eigentlich könnten sie schon jetzt ihre Köpfe in den Sand stecken. Warum denn? Der Spiel hat gerade angefangen. Was? Ich schaff's nicht zu ihm. Ja, Björn. Er kommt auf dich zu. So gut. Ja, Fiasengeld, das habe ich gemeint. Na! Ah. Was war das denn für eine Aktion, Sherwin? Werde Zeugen eines... meines Kampf... Achso, das sagt ihr. Werdet Zeugen meines Kampfgeists, dem Gott des Lichts, Apollo! Also haben die doch Kampfgeister. Apollo, nicht Apollo, Apollo. Nein! Ja, jetzt kriegen wir wieder ein Tor, einfach so. Yeah, Feuer, Sonnenglut. Ich mag Feuer. Ja, das hilft dir auch nichts. Das hilft dir auch nicht. Jetzt haben wir schon wieder 1:0 hinten. Juhu! Ist das eigentlich jetzt die letzten Spiele so? Sam! Er ist einfach zu stark. Wie soll man so einen Schuss nur halten können? Mir stellt sich niemand in den Weg. Ganz egal, wie krank oder gesund ich bin. Ich werde dieses Spiel gewinnen. So oder so. Was kümmert's mich, was danach passiert? Hier und heute werde ich heller scheinen als die Sonne selbst. Sol! Ja, wie befürchtet, das ist der Fall, dass er ja nicht gescheit kämpfen kann, spielen kann, weil Sol krank ist und bla. So, was passiert jetzt? Okay, okay. Nimmt er uns wieder den Ball ab? Schön. Und? Und? Nein! Sol, du darfst dich nicht überanstrengen. Du weißt doch. Sherwin, was ist denn los mit dir? Schonst du dich für später oder was? Gar nicht, Victor. Wirklich. Arion spielt viel schlechter als sonst. Meinst du, es liegt daran, dass er sich um diesen Jungen Sorgen macht? Gut möglich. Hört doch endlich mal auf. Aber das ist auch gut. Das ist auch... ja, nicht wirklich gut, aber trotzdem. Komm schon. Ja, ja, du schaffst das Luftikos. Ja, 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 ja. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Das könnte ein Tor werden. Komm schon, ja. Welche Ironie, dass Erwin jetzt... Alter! Nicht der Tormann, nicht der Tor... Ah! Das nervt! Warum der Tormann? Ich wollte doch gerade rein. Nein, 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 nein. Das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Pegasus, komm schon, Erwin. Ihr könnt mich mal! So, und jetzt schießen Tor... Nervt doch nicht. Ausweichen. Okay. Näher an das Tor gehen. Und jetzt schieß. Schieß ihn rein. Schieß, schieß, schieß. Okay, okay. Mal schauen, mal schauen. Es sei denn, er setzt jetzt irgendwas ein. Ja. Dann hat er das, dann hat er das. Aber ja. Okay, okay. Dann ist die Aufgabe jetzt, seinen Kampfgeist zu schwächen, indem wir einige... Komm schon.
Jetzt ist wichtig, den Ball abzunehmen und möglichst viele Torschüsse zu machen, dass er seine Punkte verliert. Nein, nein, nein. Jawohl, komm schon. Was war denn das für ein Fehler? Was war denn das für ein Fehler? Habt ihr das auch gesehen? Für einen Moment war da irgendwie in der Mitte so ein schwarzer Strich und das hat kurz gehangen. Okay, okay. Komm schon, setz deine Punkte ein. Das wollen wir jetzt sehen. Noch einmal passiert mir das nicht wie im letzten Match. So. Gut, 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 dass sie jetzt schon ihre Kampfgeister aufbrauchen. Kartentrick. Jawohl. So, jawohl, noch einmal. Es könnte sogar jetzt ein Tor schon werden. Ja, ja, gut gemacht. Schon wieder. Was, es ist schon zu Ende? Alter, das ging schnell. Ah, komisch, das passiert uns sonst nie. Das ist der Punkt ohne Wiederkehr. Der Sieg ist uns sicher. Naja, ich arbeite darauf hin, dass wir da zurückschlagen können. Boah, das ging schnell. Diese Typen sind uns auch überlegen. Nein, eben nicht. Wir arbeiten darauf hin. Seid ihr so blöd oder was? Sam, ist alles in Ordnung? Ich fürchte, er wird die zweite Halbzeit auf der Bank verbringen müssen. In seinem jetzigen Zustand nützt er uns nicht viel im Tor. JP, ja, wir wissen. Zieh deine Handschuhe an. Du schaffst das, oder? Aber klar. Hab alles voll im Griff. Nicht nur das. Ich werde über mich hinauswachsen. Versprochen. Wachsen? Prima. Na los, mach dich bereit. Das hat irgendwie so geklungen, ja. Egal, was dir auch auffahren. Ich lass keinen rein. Was ist heute nur los mit mir? Obwohl ich alles gebe, bin ich irgendwie von der Rolle. Aber wir dürfen nicht verlieren. Erwin, ich weiß, dass du normalerweise viel besser spielst. Was? Es ist aber egal, ob du dein Bestes gibst oder nicht. Du hast sowieso keine Chance gegen mich. Ich spiele nämlich jedes Spiel, als ob es mein letztes wäre. Denn soweit ich weiß, könnte es das jedes Mal sein. Darum gebe ich immer alles. Was? Erlebst du den wahren Soul? Also pass gut auf. Aber du spielst doch für Universal. Also für Fifth Sector. Kannst du wirklich alles geben, wenn sie dir sagen, was du machen sollst? Der Imperator liebt den Fußball von ganzem Herzen. Ich glaube an das, was er erreichen will. Und das ist alles, was zählt. Warte mal, wie bitte? Außerdem bin ich nicht wegen Fifth Sector hier, sondern weil ich gegen dich antreten will und dich schlagen möchte. Ja, manchmal improvisieren, bla. Ich bin ganz einfacher Fußballer, mehr nicht. Wenn du sagst. Ich glaube, jetzt verstehe ich das Ganze. Soul ist zu stark, weil er einfach seinem Herzen folgt. Und wenn das so ist, sollte ich das Gleiche tun. Ich liebe den Fußball genauso sehr wie du, Soul. Ich werde dich schlagen. Ja, komm schon. Jetzt ist es wieder so leise. So leise, so leise. Komm schon. Das ist eh gut, wenn wir Wanli drinnen haben. Am besten. Oder warum habe ich lauter Holzspieler? Warum alle lauter? Okay, okay. Aber das kam mir ja so schnell vor, diese Halbzeit, weil irgendwie nichts gekünstelt ist, so gescriptet. Naja, okay, okay. Zu der Taktik von vorher. Okay, okay. Das hätte ich sowieso. Vor. Okay, okay. Ausweichen, komm schon, Erwin. Nebelschleier, fuck, ist es. Nein, Erwin. Ah. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, komm schon. Schon wieder, es hat so geruckelt. Irgendwie, wenn der Sand weggeht, dann ruckelt es so. Monster. Majora's Mask, Mondball, Gedöns. So, nein, Erwin, wo rennst du denn hin? Die sind manchmal wirklich so blöd. Naja, was ich eigentlich sagen wollte. Eigentlich haben wir für einen Feldspieler nur noch einen Kampfgeist übrig. Weil. Komm schon, kein. Ah, blöd. Weil, ich möchte für JP den Kampfgeist aufhalten, also für unseren Tormann. Weil das ist nicht so optimal, wenn wir da diesen Soul haben da vorne. Komm schon.
Du schaffst das? Ah, Feuersense. Warum denn? Das haben wir aber noch nie gesehen. Ja, faul vielleicht? Faul vielleicht? Achso, das ist eine Aufgabe. Dann brauche ich mich nicht zu beeilen. Außer halt aufpassen, dass sie nicht hinten reingehen. Na, hinten reingehen. Kein Tor schießen. Weil das können es alle mal. Komm schon, Javion. Da schon wieder. Es ruckelt immer. Es ruckelt immer. Okay, okay. Kommt schon, Leute. Du schaffst das in den Kreis. Komm schon. Jawohl. Mann, genau jetzt, wo keine Verteidiger dastehen, müssen wir sowas machen. Ich werde alles geben. Nimm das. Ah! Hat? Nein. Moment. Erstens, kann man zweimal den gleichen Kampfgeist in einem Match verwenden? Da waren ja immer so welche Punkte, hat das, wurde das irgendwie aufgefrischt? Das könnte sein. Aber zählt das jetzt wieder als Kampfgeist? Ich habe ja nur drei Kampfgeister pro Match. Zählt das als mein zweiter? Das wäre jetzt nicht gut. Naja. Das geflügelte Ross Pegasus. Du bist wirklich ein würdiger Gegner, Javion. Na los, lass uns gemeinsam in die Höhe steigen. Was machst du? Schon wieder. Schon wieder. Das ist jetzt irgendwie blöd gemacht. Ah, Soul. Mir geht's gut. Seht alle her. Wer? Er ist in die Luft gesprungen. Gleich wird er wieder die Sonnenglut machen. Irgendwie so. Warum? Hat der schon wieder den Ball? Warum hat der den Ball? Wir waren alleine vorm Tor. Ja, weit und breit will ich nicht sagen, aber die Verteidiger waren doch weit entfernt. Wir waren vorm Tor. Und jetzt hat der schon wieder den Ball. Das ist immer so, hätten sie das nicht besser machen können. Das ist irgendwie nervig. Es ist so, was? Er ist so weit oben. Aber wenn ich ihn schlagen will, muss ich noch höher steigen. Höher als alle anderen. Bis in den Himmel. Hebt mich empor, Schwinger des Pegasus! Ah! Yeah. Was? Digitatiert, evolutioniert der Kampfgeist, oder? Yay! Yeah. Also gibt's sowas auch noch. Was? Dieser Pegasus ist noch stärker. Das ist sein wahres Potenzial. Die beiden Jungs werden noch stärker, weil sie ihre Kampfgeister auf Konfrontationskurs geschickt haben. Wow, das ist der Hammer, Javion. Okay, Kampfgeist ist jetzt Erz-Pegasus. Also können sich die auch entwickeln. Habe ich mir doch auch gedacht. Aber gut. Schieß ein Tor, ja. Geh weg. Du kriegst nichts. Naja, das ist jetzt ein sicheres Tor. Geh nicht hierher, du stehst vor mir, Victor, und sagst auf einmal hierher. Nein. Komm schon. Aber irgendwie schaut der Tormann von denen cool aus. Der hat was. Vielleicht kann ich den Jahren auch anwerben. Und schon wieder diese Stimme. Ja, wir müssen das nicht nochmal schauen. Ich darf nicht verlieren. Los, Leute, Zeit für unsere Geheimwaffe. Bist du sicher? Du weißt, was passiert, oder? Ja, ich weiß. Aber wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ah, Gotteslicht des Apollo! Ja! Ich bin so gut in diesem Schreien. Warum schon wieder? Wie oft willst du den heute noch schicken? Ihr wisst schon, dass jetzt irgendwie so Pause jetzt ist, weil wir gerade ein Tor geschossen haben. Wir geschossen haben. Deswegen ist erst Anstoß. Was machst du jetzt? Naja. Was? Er kann seinen Kampfgeist schon wieder entfesseln? Aber er ist doch gerade erst versiegelt. Genau wie bei uns. Irgendwas stimmt hier nicht. Er scheint, als würde Apollo immer stärker. Na, der ist erzerrt von der Aura der anderen Spieler. Überträgt sich ihre Stärke etwa auf seinen Kampfgeist? Dank der TP-Fusion, ich hör schon auf, kann ich meinen Kampfgeist so lange einsetzen, wie ich will? TP-Fusion? Das ist ja unfassbar. Aha, sie fühlen sich in die Enge getrieben. Es steht viel auf dem Spiel, da wird keine Rücksicht auf Verluste genommen. Das
mag ja sein, aber so viel, so haben wir doch keine Chance. Was sollen wir nur tun? Wenn der Gegner Kampfgeister durch gute Zusammenarbeit erneut entfesseln kann, sollten wir das vielleicht auch mal probieren. Victor, Kapitän, wenn ich es sage, entfesselt ihr eure Kampfgeister. Wieso? Wir haben schon zu viele. Was ist mit dem Limit? Ich kapiere jetzt gar nichts mehr. Dann versuchen wir, ihre Kräfte miteinander zu verbinden. Was redest du denn da? Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert, aber wir sollten es auf jeden Fall ausprobieren, oder? Macht, was ihr wollt. Ich kenne mich sowieso nicht aus. Ja. Jetzt, Kapitän, wir sind soweit. Vereine unsere Kampfgeister zu einem. Gut. Kampfgeister, vereint euch! Herr der Lüfte, frei! Es wird immer spannender, es wird immer spannender. Naja, sie haben ihre drei Kampfgeister zu einem verbunden. Und die Schöne ist wieder Musik. Die Musik ist wieder so schön. Kommt schon! Ein Fusionskampfgeist-Gedöns ist doch viel stärker als so ein einzelner. Was? Die haben unsere Strategie benutzt, um eine völlig neue Technik zu erfinden? Ich fasse es ja nicht. Los geht's! Flammenberg! Schon wieder ein Flammenberg. Warum immer Flammenberge? Ja, Flammenberge, aber Flammenberg. Ja, yeah, Flammen, wenigstens Feuer. Boing. Boing. Juhu, wir führen 2-1. Und da! Mit einem mega starken Schuss ihrer fusionierten Kampfgeister hat die Raimon-Elf endlich wieder ins Spiel gefunden. Wir haben es geschafft. Ja, aber du bist der Wahnsinn. So viel Spaß hat mir Fußball noch nie gemacht. Yeah, Erwin hat den Kampfgeist greif entfesselt. Wie macht man das jetzt? Muss man mit Erwin irgendwie das entfesseln oder gibt es da jetzt so eine Option mit fusionieren alle? Kann man da jeden beliebigen fusionieren? Glaube ich nicht, aber das wäre auch mal Cruella de Vil. Okay, es ist wieder irgendwas Gescriptetes. Alle nach hinten. Wie schaut es jetzt mit den Kampfgeistern aus? Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Okay, mit Wiki. Mit Wiki. Okay, gut, dass der keinen Kampfgeist. Der, es sei denn, die können das ja. Oh, das ist blöd. Beim Normalstrom. Ah, Fehlschlag. Das ist jetzt blöd. Passen vielleicht? Jawohl. Du bist blöd. Du bist blöd. Du. Nee. Komm schon, Fersengeld. Fersengeld. Version 2. Like a boss. Okay, okay, was jetzt? Verlieren wir wieder den Ball? Weiterhin volle Konzentration, Leute. Nein. Wiki. Ah! Hey, alles in Ordnung? Das sah aus, als wärst du voll auf den Kopf gefallen. Ihr Toso! Ja, faul. Ein schlimmer Zusammenprall zwischen die Riege und einem Universal-Spieler, der hat den Namen nicht verdient, erwähnt zu werden, irgendwie so. Ob der Kapitän von Raimon wohl weiterspielen kann? Das klang aber gar nicht gut. Bist du mit dem Kopf auf den Boden geknallt? Alles noch dran? Und ich habe vergessen, die Stimme zu machen? Ja, alles okay. Hast du dir was verstaucht? Vielleicht solltest du lieber kurz raus auf die Bank. Was? Stech, brenn. Was ist das? Ah, mir geht's gut. Ich kann spielen. Los, wir müssen gewinnen. Was soll das? Was ist... Was? Warum hat der den Ball jetzt? Das war eindeutig ein Foul. Na, Foul. Der Schiri hat abgepfiffen nach diesem Zweikampf, also glaube ich, es war ein Foul. Und warum hat der jetzt Abstoß? Also das ist wirklich unlogisch manchmal. Naja, Wiki, was ist los mit dir? Das, was soll brennen, Krach? Stirbst du jetzt oder was? Oder hast du auch irgendwie eine Krankheit, von der du nichts erzählen möchtest oder sowas? Komm schon. Eigentlich kann ich jetzt mal schauen, wie es mit den Kampfgeistern ausschaut. Ja, vielleicht... Okay, Kampfgeist. So, wie viel haben wir noch übrig? Okay, okay. Boah, 300. Aber
Mann. Wir haben keine Punkte mehr. Okay, okay. Chappie? Nee, nee, jetzt noch nicht. Warum habe ich nicht abgepasst? Ja. Ja, ja, das war jetzt mein Fehler. Komm schon. Komm schon. Okay, ja, während du nimm dir den Ball ab. Und aufs Tor rennen. Wenigstens ist hier nicht mehr so viel gescriptet. Und der geht rein. Wieder Flamberg. Komm, Flamberg, hilf uns. Flamberger, ich weiß, ich weiß. Okay, der geht rein. Was anderes. Okay, Pentastern, das hilft dir auch nichts. Das hilft dir nichts. Boing. Warum sage ich immer Boing? Ich möchte den... Ich wollte sowieso einige Spieler anwerben, gegen die wir schon gespielt haben. Jetzt die letzten Matches. Und der Tormann ist einer davon. Den finde ich cool. Den mag ich. Nein, den nächsten Ball halte ich aber. Wart's nur ab. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wie lange hast du eigentlich noch deinen Kampfgeist? So. Konfrontation. Auf sie mit Gebrüll. Grätsch. Grätsch sie wieder. Naja, das ist eindeutig jetzt eindeutiger. Eindeutig einfacher als das letzte Match, weil das letzte Match war doch irgendwie unfair. Ich habe das Gefühl, sie möchten es wieder gut machen. Durch dieses Match, das wir jetzt irgendwie... Ja. Oder? Ich weiß nicht. Ob das so vom Spiel gewollt war, dass man so einfach 2-1 in Führung geht. Aber es geht eindeutiger, einfacher. Eindeutiger, einfacher, genau. Es geht einfacher. Das wollte ich sagen. Und der Ball geht auch rein und wir haben den Sieg so gut wie in der Tasche. Naja. Weil das im letzten Match... Match war das doch sehr unfair mit dem... Da waren wir so gesehen im Nachteil mit dem 2-1 hinten liegen. Weil die eine Szene da beim 1-1, die war wirklich unfair. Also nach der Cutscene, dass gleich 3 gegen 1 ist, ja, habt ihr doch gesehen. Wenn nicht, dann schaut euch das an. Im letzten Match gegen irgendwie die Zauberer, ich hab den Namen vergessen. Nein, bla. Nein, bla. Naja. Okay, okay. Ich bin aber trotzdem noch gespannt, auch wenn das Spiel jetzt schon so gut wie sicher durch ist. So gut wie sicher durch ist. Naja, was danach passiert mit Wiki und mit Soul? Was ist los mit euch? Das will ich wissen und das Willi will's wissen, Geduld. Was? Ich weiß doch selber nicht. So, nach vorne latschen, nach hinten. Ich wollte noch passen, ein schönes Spiel, aber das... Okay, okay, 4-1. 4-1. Gewonnen. Und jetzt sind wir im Finale, oder? Ich weiß nicht. Genießt den Sieg. Noch einmal einen wird's für euch nicht nehmen. Tja, wir sind einfach zu gut. Das ist eindeutig die Statistik. Naja. Okay, okay, gut. Was? Kampfgeistfusion. Also kann man das doch. Geht das mit jedem oder? Naja, verbinde Kampfgeister, um sie noch stärker zu machen. Berühre bla, um passende Kampfgeister aktiv sind bla. Okay, passende Geister. Also wahrscheinlich kann man nicht so. Ja, mal diesen. Okay, okay. TP-Fusion. Mit den TP aller Spieler kannst du einen Kampfgeist erneut entfesseln. Okay, gut. Gut zu wissen. Saul! Warte. Oh nein! Ein tolles Spiel. Ich bin froh, dass wir im Halbfinale auf euch getroffen sind. Jetzt kann ich meinem Schicksal beruhigt ins Auge sehen. Zumindest glaubte ich das vor dem Spiel, aber ich will doch weiterspielen. Arion, es kann doch nicht alles so enden. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Soul, du wirst wieder spielen können. Glaubst du? Ich weiß nicht.
Natürlich wirst du das. Die Ärzte haben doch gesagt, dass du wieder gesund werden kannst, oder? Also tu alles dafür, wieder gesund zu werden. Wenn du nicht aufgibst, werden wir eines Tages auch wieder zusammen spielen. Ganz egal, wie lange es dauert. Ich werde für dich da sein, wenn du wieder gesund bist. Okay. Solange ich nicht aufgebe, wird alles gut werden, stimmt's? Na klar. Wer doch gelacht. Okay. Yeah, komm schon, Saul. Wir werden dich sogar rekrutieren und dann spielen wir gemeinsam im einen Team und dann sind alle fröhlich. Du darfst nicht aufgeben zu kämpfen. Du wirst das überleben. Und was ist mit Ricky? Das wird jetzt wahrscheinlich geklärt, oder? Naja. Yippie, wir haben es wirklich geschafft. Ja. Ja. Ich kann das nicht. Naja. Hey, alle zusammen, kommt mal her. Was denn? Okay. Okay, das warten wir jetzt 10 Stunden lang. Naja, ich möchte mal schauen, wie es bei den Zuschauern aussieht. Kann man doch. Wir sehen die Zuschauer nur die Beine und die Füße der Zuschauer und den doch ein bisschen mehr. Da, die Gesichter erkennen wir nicht von den Zuschauern. Warum? Naja. Was hast du zu sagen? Hat ja auch lang genug gedauert. Recht hast du. Und wir haben es aus eigener Kraft geschafft. Nicht wie die ganzen Mannschaften bisher. Genau. Deshalb ist das Ganze auch gleich viel mehr wert. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Damit werden wir den Fußball zurückerobern. Stimmt's, Ricky? Ricky? Kapitän! Kapitän, aber was ist denn? Herr Doktor, sagen Sie, was hat er denn? Sein Bein ist verletzt und es sieht so aus, als hätte er eine Gehirnerschütterung. Wir müssen ihn unbedingt ins Krankenhaus bringen. Kapitän, halte durch, Kapitän. Doktor, sagen Sie, wie geht es ihm? Nein! Kapitän, bitte werd wieder gesund. Kann man den Heilungsprozess denn gar nicht beschleunigen? Leider nein. Es wird mindestens 3 Monate dauern, bis er wieder spielen kann. Und absolut keinen Fußball in dieser Zeit. Aber wir brauchen den Kapitän! 3 Monate. Aber er hat noch so hart für das Finale gearbeitet. Können Sie wirklich nichts machen? Es gibt Dinge, die einfach nicht möglich sind. Ja, es ist traurig, aber das gehört auch mal dazu. Und ja, seid lieber froh, dass es nicht schlimmer geworden ist. 3 Monate, ja, ist eine Zeit. Und das Finale, ja. Aber 3 Monate, dann sollte er wieder gesund sein. Das sollte man auch beachten. Naja. Ist zwar auch hart für Ricky selbst, weil wenn das so weit, also wenn das wirklich so ist, dann kann er nicht im Finale antreten. Aber ja, das gehört halt dazu. Auch weil das schlimm ist. Ich habe mir schon Schlimmeres gedacht bei dieser Aufmache, was die da für dramatische Szenen gemacht haben. Naja. Kapitän! Oh. Das Team verlassen, das hört sich immer so. Was ist das für eine Musik? Was war das für eine Musik? Ja, was sollte ich sagen? Ich weiß nicht. Gehen wir mal Ricky besuchen. Ja. Oder wie lange dauert das dann noch?
Weil jetzt dauert es doch etwas länger. Du da, was hast du zu sagen? Ricardo ist oben im zweiten Stock. Er darf erst seit kurzem Besucher empfangen. Also bleibt nichts allzu lang. Er braucht noch viel Ruhe. Ihr mit euren Besuchen. Kennt sich da jemand mehr aus? In diesem Fall. Mit Besuchern und Verletzten. Warum ist denn das so schlecht, wenn Besucher länger bleiben? Naja, was hast du zu sagen? Aha, jemand von der Reimann. Das Zimmer von Ricardo ist jetzt eine Etage oben, okay. Endlich dürfen wir da rauf. So, da können wir nichts machen. Da oben gibt's nichts zu machen. Oh, Ricardo kann sitzen. Ja, ist bei Bewusstsein. Ist das schön. Währenddessen. So. Endlich ist es dir gelungen. Bleibt mir nur noch, dir viel Glück mit Arian Sherwin zu wünschen. Erstens, warum Fragezeichen? Wir sind nicht blind. Und zweitens, was hast du vor? Was habt ihr vor, ihr beiden? Ich tue alles, was ihr von mir verlangt. Was geht? Was ist denn los? Sehr gut. Dann sehen wir uns also im Finale. Was ist los? Jawohl, Eure Exzellenz. Was ist los? Jetzt wird mir einiges klar, Axel. Ich weiß, was du vorhast. So ein Aufstand als Anführer der Gegenaufstand-Gedöns. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Naja, mal schauen. Hallo, Mark. Endlich Finale! Der arme Fußball musste so viel leiden. Aber jetzt sind wir da und retten ihn. Keine Lügen mehr, keine Geheimnisse. Wir müssen gewinnen und die Wahrheit enthüllen. Haltet euch fest, denn jetzt geht's um die Zukunft des Fußballs. Die Zukunft des Fußballs wartet im nächsten Kapitel. Oh ja, das klingt ja nach Finale. Das klingt nach Finale, auch wenn es irgendwie... Warum? Ich möchte mich nicht verabschieden von diesem Let's Play. Naja, keine Ahnung, was danach passiert, nach der Hauptstory, aber von der Story, das möchte ich nicht. Aber je, alles findet sein Ende. Naja, Spiel speichern. Erst wenn ich den Part beendet habe. Was ist jetzt passiert? Genau jetzt. Oder City klappt noch? Okay, wie es ausschaut, gerade jetzt wieder schon wieder. Ich will jetzt Standbein. Naja, ich beende jetzt einfach den Part. Also, beim nächsten Mal beginnt das finale Kapitel? Ich bin gespannt. Tschüss.